Und da wir jetzt die Irrlichtschwestern hier besiegt haben, den Masterschlüssel haben, den Feenbogen haben und eigentlich alles haben, was wir wollten und auch den Lift hinab in den Keller, können wir schon wieder weitermachen. Hier im Waldtempel bei Ocarina of Time auf der Nintendo Switch. Ich begrüße euch recht herzlich zurück. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Ab geht's. Cool, oder? Da gibt's noch eine Kiste. Da ist der Ding und da ist der Dong und... Achtung, Achtung, wir schieben jetzt einfach mal los. Schauen wir uns das mal an. Hier ist schon mal der Schalter, der uns dann die Gitter hochzieht. Das passt mal. Oder der zumindest mal ein Gitter hochzieht. Wie haben wir jetzt geschoben eigentlich? Ich glaube, wir haben gegen den Uhrzeigersinn geschoben, genau. Dann machen wir das nochmal. Ich höre eine Skulptur. Ich bin ja gespannt, wie viel wir jetzt schon haben. Haben wir dann auch genug Skulptur bereits, um eventuell uns dann das nächste Goodie schon abzuholen von der Skulptur-Familie. Das müssen wir dann noch schauen. Da bin ich jetzt nicht so sicher. So, einmal drehen wir noch. Ich mag das mit dem Drehen. Ah, was ist mit mir los? Ich habe totalen Schnupfen. Hier ist... Achso, leider keine Skulptur, wie es ausschaut. Oder doch? Ich höre sie. Wow, 5 Pfeile. Was für ein Reichtum. So, aber das ist auf jeden Fall ein Reichtum, den man sich nicht entgehen lassen darf. Ich glaube, wir haben alle Skulpturas hier jetzt abgegrast. Wie viele haben wir? Yep, haben wir. So wie es ausschaut, ist die Markierung da oben mit der Skulptura. Das wird wahrscheinlich sein, hey, du hast hier alle erhalten, 21 Stück. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich glaube, wir können tatsächlich jetzt nochmal zur Skulptura-Familie gehen und die werden uns jetzt hoffentlicherweise oder netterweise dann eine noch größere Geldbörse geben oder Geld oder ich habe keine Ahnung. Irgendwas auf jeden Fall. Warum habe ich so einen Schnupfen? Hey, warte mal. Ah. Hat doch noch einer gefehlt. Jetzt. Sehr gut. Ab geht's. Zum Endgegner dieses Dungeons. Wer wird's wohl sein? Wir wissen es bereits. Das reitende Unheil, Phantom, Ganon. Da überlegt man sich, wo kommt er jetzt daher? Ich sehe ihn. Glück gehabt. Wow. Das wäre richtig knapp gerade. So gefällt mir das.
Upsi. Komm, mach nochmal. Geht schon nochmal. Interessant eigentlich, ich treffe ihn überhaupt nicht. Doch, ich treffe ihn. Okay, nochmal. Gut. Läuft, würde ich sagen, läuft. Irgendwie will er nicht mehr. Komisch. Jetzt aber. Oh! Gibt's mehr als eine Runde, alles klar. Deadman's Volley. Werden wir schon hinkriegen. Yes, sehr gut. Man denkt sich, irgendwann muss der doch mal fertig sein. Aber er ist es nicht. Oh. Da kann ich wohl nichts machen gegen so eine Attacke. Oh je. Nicht ideal. Nicht ideal. Sehr gut. Jawohl. So, gleich mal die Herzen wieder auffüllen. Ein Herzcontainer, das ist schön. So lebt sich's doch gut. Und jetzt schauen wir mal, wo Salia ist. Thank you.
Genau, das werden wir machen. Wir werden für Frieden in Hyrule sorgen. Jetzt kennen wir auch unsere Vergangenheit. So ist es. Nice, nice, nice. Jetzt müssten ja auch die Monster aus dem Wald der Kokiri hier draußen sein, wenn es mich nicht ganz täuscht, oder? Man hofft mal. Aber es sind alle wieder heraus, also es schaut ganz gut aus. Schaut wieder so aus wie früher mal zu Hause. Perfekt, oder? Würde ich jetzt behaupten. Ja, in dem Fall müssen wir natürlich jetzt zum nächsten Ziel. Das Ding ist jetzt halt, ich hab jetzt irgendwie ein Problem, muss ich sagen. Mein Problem ist das folgende. Wir haben noch immer zu wenig Rubine. Wir haben noch immer keine 50 Rubine. Und für das Springen hier bekommen wir gerade nichts. Das ist auch noch schade. Aber ein paar Bomben und die Rubine kommen dann schon Stück für Stück, würde ich mal behaupten. Das ist jetzt halt ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil ich würde jetzt echt gerne Epona holen. Weil dann könnten wir auch theoretisch das Big Goron Quest abschließen. Normalerweise müsste das gehen. Also fürs Schwert, für das coole, große Big Goron Schwert. Weil dafür müssen wir nämlich über eine... Schau, wir haben schon 46, perfekt. Dazu müssen wir über eine Brücke springen, bei der Gerudo-Wüste. Und das können wir entweder machen mit dem Enterhaken, den wir im dritten Tempel bekommen, oder eben mit dem Pferd. Die Möglichkeiten haben wir jetzt. Das ist das Ding. Und bis ich die Rubine habe und bis wir soweit sind, gibt's mal einen Cut.